Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gwentcon da und heute gucken wir uns mal das Scoia'tael Mulligan Deck an oder das Coinflip Deck, je nachdem wie man es nennen will. Das momentan meistgespielte Scoia'tael Deck, was man auf der Leiter so findet. Und dieses Deck ist, gerade wenn man es nicht kennt, ziemlich tricky, da es eine ziemlich dreckige Combo hat, die einem ganz schnell das Spiel versauen kann. Ja, dieses Deck wird noch in mehreren Varianten gespielt. Die werde ich gleich nochmal vorstellen und je nachdem, was es für eine Variante ist, muss man ein bisschen anders gegen dieses Deck spielen. Das ist ein bisschen tricky. Es gibt nämlich es gibt Variationen, oh Gott, die rennen in diesem Deck Cirinova. Es gibt aber auch Decks, die spielen ohne Cirinova. Da muss man jetzt gucken, gegen was man halt spielt. Wenn man gegen ein Cirinova-Deck spielt, will man auf gar keinen Fall eine zu kurze Runde. Wenn man nicht gegen ein Cirinova-Deck spielt, will man eine kurze Runde. Wobei, da gibt es noch eine Silberkarte, die vielleicht ein bisschen gefährlich werden könnte. Aber da will man halt, also wenn es eine Cirinova-Variante ist, will man keine kurzen Runden. Wenn es keine Cirinova-Variante ist, will man eigentlich eine kurze Runde. Denn dieses ganze Deck ist im Prinzip ein, ja, ich sag mal, Swarm-Deck, was sich gleichzeitig hochbufft durch die Kombination mit dem Offizier und der Vanguard. Der Vanguard boostet halt jeden Elfen, der auf dem Feld ist, wenn diese Karte gespielt wird oder ausgetauscht wird aus der Hand. Und dieses Deck spielt halt eine Menge Elfen durch den Halbelfen-Hunter, durch den Mercenary und durch den Elfen-Scout und dann halt noch mit einer Doppler-Kombo. Ja, was ist das Besondere an diesem Deck? Das Besondere ist, ganz am Anfang, die ersten beiden Züge in diesem Deck, denn das Deck versucht einen sehr schnell in einen Kartennachteil zu drängen und das kann es auch wirklich gut, denn es hat eine absolute Power-Combo. Die erste Karte, die es ausspielen wird, wird meistens der gute Yavin sein. Der Yavin ist einfach jetzt nichts Besonderes, der Gegner wird sich dann denken, oh, er spielt einen Spion, vielleicht sollte ich passen oder so, ne, er müsste dann noch was ausspielen, wenn er die Runde gewinnen will. Aber das Besondere an diesem Deck ist halt, er kann diesen Yavin ganz schnell wieder auskontern. Und zwar mit einer Barclay-Ales-Kombo. Häufig wird Bruva noch mit am Anfang gespielt, ne? Also ich zichte jetzt mal Bruva mit herein. Also das Deck braucht halt entweder am Anfang Yavin oder Barclay-Ales auf der Hand. Oder die andere Karte ruft es einfach mit Bruva. Denn wenn es den Spion gegeben hat, wird meistens der zweite Zug Barclay-Ales sein. Barclay-Ales wird Cleaver aus dem Deck ziehen, da es der einzige Zwerg ist. Und diese Barclay-Ales-Cleaver-Kombo mit Bruva sorgt dafür, dass das Deck 26 Punkte mit einer Karte aufs Feld bringt. Was wirklich massiv ist, was den Spion sofort wieder wettmacht und was ihm einfach nur die Runde gewinnen lässt. Und das ist halt das Problem. Man darf ihm die erste Runde nicht geben. Vor allem, wenn es ein Deck ohne Cirinova ist, denn dieses Mulligan-Deck ist ein ziemliches Swarm-Deck und man kann es nicht wirklich auf einer langen Runde besiegen. Wenn man die erste Runde verloren hat dann, und ein schlechtes Deck spielt, dann ist einem gewiss, dass man eigentlich auch die zweite Runde verliert. In der zweiten Runde wird er einem absolut einfach nur vernichten. Die Karten sind immer noch gleich. Und er wird einfach nur das ganze Board mit seinen Elfen vollhauen und wird diese Elfen dann buffen. Und das ist halt dieses Problem, man darf ihm wirklich die erste Runde nicht geben. Wenn ich jetzt allerdings in der ersten Runde noch gegen ihn anspiele, dann komme ich leider ganz schnell in den Kartennachteil. Und diesen Kartennachteil in der zweiten Runde auszubügeln, wird halt auch etwas holprig, sage ich mal. Denn in der zweiten Runde muss man das Deck halt möglichst ein bisschen rauslocken. Wie gesagt, auf langen Runden ist dieses Deck sehr schwer zu besiegen. Sehr, sehr schwer zu besiegen. Und das ist das Problem. Man muss ihn halt in der zweiten Runde dann so ein bisschen rauslocken. Gucken, welche Variation er spielt. Wenn er jetzt nicht Nova spielt, dann möglichst eine lange zweite Runde haben, aber da dann wirklich einen Kartenvorteil wieder rauszuziehen, wird auch nicht leicht sein. Es gibt gewisse Decks, die natürlich gegen dieses Deck wieder ganz gut anstempeln, aber wir gucken uns erstmal noch die Variation in diesem Deck an. Wie gesagt, es gibt einmal die Variation mit Cirinova. Wenn der Gegner 26 Karten am Deck hat, dann möglichst keine kurzen Runden haben. Cirinova ist einfach dafür, für dieses Deck da, um den Fehler dieses Decks ein bisschen auszubügeln. Das Deck ist halt auf kurze Runden sehr schwach. Das heißt, wenn man wirklich eine kurze Runde gegen dieses Deck spielt, wird es meistens verlieren. Es gibt manche Leute, die spielen Cirinova deswegen in diesem Deck, dass man vielleicht noch eine relativ starke kurze Runde hat. Dann sollte man möglichst eine letzte mittlere Runde anstreben. Aber ja,
Dafür ist halt Cirinova der Ersatz da. Wenn dieses Deck nicht Cirinova beinhaltet, dann wird es höchstwahrscheinlich noch einen Shiro spielen oder eine Aglaze. Das Deck hat selber wirklich nicht viele starke Karten. Die stärksten Karten, die man spielt, sind meistens halt die Offiziere. Wenn man Vanguard abwirft, dann kommen die auf 11 Punkte. Aber es gibt viele Decks, die einfach über diese 11 Punkte hinauskommen. Alchemie, Nilfgaard, Großschwerter von Skellige, Absorbmonster, alles Mögliche. Von daher ist Shiro, wird meistens immer ein Ziel treffen. Und die Decks, die halt meistens keine Nova spielen, spielen Shiro. Und was sie sonst noch ab und an rennen als Goldkarte, ist die gute Aglaze. Dass sie sich noch eine Special-Karte vom Gegner mopsen. Meistens haben sie immer eine gute Special-Karte, die sie benutzen können. Von daher auch noch eine Variation. Und meistens fliegen dafür Nova und Royal Decree raus. Ich habe die Beschreibung gerade auf Englisch, aber das ist mir jetzt egal. Der königliche Erlass fliegt dann halt nochmal raus. Und das ist halt ein Deck, was eher für die langen Runden gemacht ist. Dieses Deck wird man wahrscheinlich auf eine lange Runde nicht besiegen können. Von daher sollte man dieses Deck in der ersten Runde besiegen oder in der ersten Runde möglichst gut rauslocken, denn auf kurzen Runden hat dieses Deck kaum gute Möglichkeiten. Die Silberkarten in diesem Deck sind eigentlich fest, also es wird auf jeden Fall ein Spion spielen, es wird auf jeden Fall Barkley spielen, es wird auf jeden Fall Cleaver spielen. Larian, Ida und Hattori sind eigentlich auch so feste Karten, also ich sag mal 80% von einem mulligen Deck, was ihr sehen werdet, werden genau diese 6 Silberkarten rennen. Es gibt aber auch manchmal noch eine Ausnahme. Und zwar gibt es manchmal Silberdecks, die spielen einfach noch Elias. Den guten Elias hier, der sich immer, wenn man ihn abwirft oder zieht, um 2 boostet. Und es gibt Decks, die spielen halt ohne Nova. Die spielen aber für eine kurze Runde noch mit einem Elias. Dass man Elias möglichst häufig abwirft und dass Elias dann halt auch, naja, für eine kurze Runde sozusagen der Cirinova-Ersatz ist, dass man ihn als letztes raushaut. Wobei Elias wirklich nicht so häufig gesehen wird wie eine Nova, weil einfach diese 6 Silberkarten, die man in diesem Deck spielt, ziemlich, ziemlich wichtig sind. Vor allem diese 3 Silberkarten, mit denen man die Combo spielt. Ansonsten, ja, was ist noch problematisch an diesem Deck? Es kann am Anfang relativ gut einen auskontern. Also mit Jorvid, der 8 Schaden macht, Ida, die vielleicht mit einem Blitz 9 Schaden macht, und dieser Barkley-Els-Cleaver-Kombo, und Cleaver macht am Anfang wirklich 10 Schaden, kann es am Anfang das Setup, was man mit seinem Deck aufbauen will, wirklich zerstören. Das ist das Problem. Wenn ich jetzt zum Beispiel Großschwerter spiele und er haut mir am Anfang 3-mal die Großschwerter weg, dann ist es natürlich sehr unangenehm. Das Problem ist natürlich, wenn ich dann aber passe, wir kommen in eine zweite Runde und es ist eine Nicht-Nova-Variante, dann haben wir mit den Großschwertern schon so gut wie verloren. Also dieses Deck ist einfach nur ziemlich ätzend gegeneinander zu spielen. Es gibt Decks, die haben einen gewissen Vorteil. Zu diesen Decks zählen Maschinen, nördliche Maschinen. Die nördlichen Maschinen sind nicht so leicht aufhaltbar. Und wenn er wirklich versucht, seine ganzen Elfen-Swarm-Kombos rauszuholen, man sieht es schon, die meisten Elfen haben relativ wenig Stärke. Das heißt, unsere Maschinen fruchten halt relativ gut. Wir können ihm die einzelnen kleinen Ziele weghauen mit dem Rambock und nochmal größere Ziele angreifen. Maschinen ist, glaube ich, gegen dieses Deck eine der besten Kontermöglichkeiten. Eine andere Kontermöglichkeit ist immer noch die Neckar. Dieses Deck hat, ich sag mal, 3 Karten, die uns Schaden machen. Danach kümmert es sich nur um sich selbst. Neckar-Deck wird es immer noch nicht aufhalten können. Also Neckar sind auch für dieses Deck ein absolutes Problem. Allerdings kann dieses Mulligan-Deck ziemlich gut mit Alchemie-Nilfgaard mithalten. Es kann ziemlich gut mit den Langschwertern mithalten, also mit allen anderen Decks. Es kann ziemlich gut mit Todeswunsch mithalten. Also genau, Todeswunsch, Alchemie und Langschwerter sind so ein 50-50-Duell. Da kommt es drauf an, wer wie gut zieht und wer wie gut den Gegner auskontern kann und was es für eine Variation von diesem mulligen Deck ist. Zum Beispiel bei den Großschwertern hat man mit einem Nicht-Cirinova-Deck mehr Chancen als mit einem Cirinova-Deck. Aber ja, das ist dieses Coinflip-Mulligan-Deck, wie gesagt, am Anfang ziemlich assi, da es einen Kartenvorteil kriegt durch diese Spion, dann Barkley-Cleaver-Kombo und auf lange Runden ziemlich zerstörerisch. Egal, ob es eine Nova- oder Nicht-Nova-Variante ist, eine ganz lange Runde will man wirklich nie gegen dieses Deck spielen, vor allem, wenn er sich die erste Runde geholt hat, denn man hat einfach nur verloren, es sei denn, man spielt vielleicht wirklich gerade Hänsels Maschinen. Und eine kurze Runde, wenn es eine Nova-Variante ist, will man auch nicht riskieren. Beste Möglichkeit ist, wie gesagt, die erste Runde irgendwie zu gewinnen.
aber wirklich auf diese drei Schadenskarten aufzupassen. Und danach muss man halt die zweite Runde ein bisschen länger ziehen. Wenn es eine Nicht-Nova-Variante ist, sehr lange ziehen. Es sei denn, er spielt Elias. Und wenn es eine Nova-Variante ist, eher so eine mittellange Runde spielen. Denn sobald halt diese Möglichkeiten fehlen, sich hochzubuffen oder sich massiv aufzubauen, dann ist dieses Deck wirklich nicht so gut. Ja? Und dadurch, dass es eine Nova-Variante ist, kann es halt jede Kopie der Karte nur zweimal rennen. Das heißt, es wird sich eine hohe Wahrscheinlichkeit ergeben, dass dieses Deck sich selber brickt. Es gibt Karten, die es wirklich nicht ausspielen will, aber ja, die wird es auf der Hand haben und die werden auf einer langen Runde nicht wirklich was bringen. Das ist halt so ein kleiner Tipp, wie man gegen diese Coinflip-Zwerge spielen kann. Es ist ein bisschen tricky. Ich habe mit diesem Deck selber noch Probleme. Ich habe mit diesem Deck mal wieder gegen die, oder ich habe mal wieder mit den Soldaten gegen dieses Deck gespielt. Soldaten sind jetzt nicht der beste Combo, der beste Konter gegen dieses Deck. Das Problem ist halt, dass die Soldaten wirklich Karten brauchen, die sich massiv hochbuffen, dass man am Ende wirklich einen guten Leafo und einen guten Regis hinkriegt und dieses Deck hat es nicht. Ne? Also dieses Deck hat wirklich diese Combo nicht so richtig gespielt. Von daher, es ging trotzdem. Es funktioniert, es ist eine 50-50-Chance. Es kommt darauf an, wie man selber Glück hat, wie der Gegner Glück hat. Ich habe noch ein Spiel für euch. Das Spiel ist aus dem Livestream. Ich warne gleich vor, ich habe im Spiel nicht so viel geredet. Es war das erste Mal, dass ich jetzt alleine gestreamt habe und es ist halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man sonst immer einen Redepartner mit dabei hatte. Na gut, das ist so ein kleiner Tipp, wie man die Mulligan-Zwerge kontern kann. Versucht es einfach mal aus. Wie gesagt, wenn ihr Maschinen seid, dann habt ihr einen Riesenvorteil und bei den anderen Decks ist es meistens so eine 50-50-Coinflip-Chance. Denn wenn dieses Deck als zweites zieht, hat es einen kleinen Vorteil. Wie fast jedes Deck. Das war's mit der Folge Gwent Konter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst es uns wissen. Lasst es mich wissen. Ich bin jetzt alleine. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein und ciao. Kevet Banishen ist immer ätzend. Onward, Sons of Nilfgaard. Zum Glück ist es bei dem Deck ja auch nicht so schlimm, weil Kevet ist jetzt nicht in der Win Condition von uns. Plätze weg. Reaches brauchen wir nicht für den Anfang. Victory is in our grasp. Wieso haben aktuelle so viele diesen Meisterspiegeltitel? Ja. We were not the ones to start this war. Spiel deine Coinflip da. Nothing like a dwarf to get you out of a tight spot. I'm a dwarf for business. Alba! The time of the white frost and white light is nigh. Okay, er passt. Auf eine lange Runde würden wir unmöglich gewinnen gegen das Deck. Das heißt, ich werde jetzt versuchen, die Runde etwas mittellang noch zu ziehen. Kann er ihn wegblitzen? Ja, das ist jetzt auch nicht schlimm. The storm is coming. Let's enjoy the weather while we still. Ich behalte meistens Leaf oder Reaches auf der Hand, weil mir schon oft genug passiert ist, dass ich wieder einen von ihnen ziehe. Den Spion ist gar nicht so schlimm. Also den Spion ziehe ich auch ab und an mal, aber dann ist es auch nicht schlimm, finde ich. Hiermit würden wir vielleicht. Machen wir erstmal hier. Die zweite Alba aus dem Deck. Aber du brauchst halt wirklich Reaches oder Leafo am Anfang nicht wirklich auf der Hand, weil die brauchst du für deine letzten Runden. Das ist der Finisher an dem Deck. Du brauchst leider die anderen Karten um und diese Karten als Finisher. Manchmal gibt es halt auch Ausnahmen, so wie eben in dem Spiel, ne? Don't leave me here. Why have you summoned me?
Scrubbing duty again? Oh Gott. Aber normalerweise, also ich habe bis jetzt eigentlich in keinem Spiel es wirklich gehabt, dass ich die beiden nicht gezogen habe. Ich bekomme beide nicht mehr aus dem Deck. Ja, okay. Also wenn ich wirklich eine gute Runde habe, dann bekomme ich beide aus dem Deck. Ich überlege gerade, was wir ihm zurück ins Denken mischen könnten, was für ihn vielleicht schlechter wäre. Ich glaube, Cleaver ist auf einer kurzen Runde nicht mehr wirklich gut. Ich hatte es echt noch nie. Also es gibt Leute, die schreiben das immer, dass sie die Kombo nicht rauskriegen, aber ich hatte das wirklich bis jetzt, ich glaube einmal, aber da habe ich die Kombo auch nicht wirklich gebraucht. Everything all right? Glädeben Wort! Devil Hole! Er müsste jetzt noch was spielen. Das Problem ist, was ich noch habe, wir haben noch 8 Karten im Deck, ne? Egal. Er muss noch eine Karte spielen, sonst hat er die Runde nicht geholt. Elven Blarney. Okay, was ziehen wir? Leafo. Leafo Kingslayer sogar tatsächlich eine gute Karte. Die ich behalten wollen würde. Also wir sollten jetzt in der Lage sein, alles aus dem Deck rauszuziehen. Gibt es irgendwas, was ich wieder zurückmischen will? Cleaver will ich mir auch nicht wirklich zurückmischen. Gibt es was ich uns zurückmischen will? Plötze könnten wir eigentlich zurückmischen. Plötze würde uns erst später was bringen. Und so lange will ich die eh noch nicht spielen, weil wir die jetzt erstmal für die Schilder brauchen. Ich hoffe, er spielt kein Brand. Ein Brand könnte gefährlich werden. Wir können auch nichts dazwischen spielen. Also einfach hoffen, dass er keinen Brand hat. Okay, er hat keinen Brand. Was will ich zurück ins Deck mischen? Ich würde ihm eigentlich ganz gerne einen Kriegstänzer zurück ins Deck mischen. Der bringt ihm überhaupt nichts mehr. Und uns Plötze wieder geben. Also wir kriegen auf jeden Fall Leafo noch raus. Die Frage ist halt nur, wie gut Leafo sein wird. Aber bis jetzt hat er nichts wirklich stark hochgebufft. Ah, hat er noch einen Brand? Drink this, you'll feel better. Hat er nicht, zum Glück. Okay. Goddamn fools. Damit holen wir uns einen Peter. Mit dem Peter können wir resetten. Die andere Sache, die ich jetzt halt auch machen könnte und was ich wahrscheinlich eher machen wollen würde,
I shall not repeat. Ich kann jetzt Cinderella spielen. Dann sind wir noch eine Karte hinten und kriegen garantiert eine 13er Karte. Ansonsten müsste ich jetzt eine 12er und eine 8er fressen. No one can hide from me. Too fast for you, Dwan. Okay, das ist bitter. Jetzt müssen wir eine 13 und eine 10er fressen. Das kommt wirklich auf seine letzte Karte an. 22 Punkte klauen wir ihm noch. Wenn seine Karte jetzt zu stark ist, dann wird es wahrscheinlich nichts. Wir könnten Elias spielen, aber ich habe ihn Elias nie abwerfen sehen. Könnte eine Nova spielen. Eine Nova würde von den Punkten her nicht reichen, glaube ich. Nee, ich glaube, eine Nova reicht nicht, oder? Habe ich verzählt. Nee, Nova reicht nicht. Ja. Das war doch ganz frisch. Okay, damit sind wir Rang 20. Toll.